Und dann am besten hier noch, damit die nicht durchkommen, wir sie einfach schlagen können. Ja, ist gut jetzt, ich hab dich ja auch lieb. Komm, warte, 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 komm, bleib zurück, komm mal zurück. Komm zurück, komm, nee, komm zurück. Spawn, komm. Meine lieben Freunde, spawn! Hey Leute und herzlich willkommen zu Skyden Part 5 zusammen mit Zeronic. Hi. Lol. So gefällt mir das. Das war jetzt. Das finde ich einen schönen Anfang. Für dich. Hm? Für dich war das jetzt ein Fehler, Dingsbums. Also, was wir machen wollten, ich wollte mir hier Cobblestone nehmen, definitiv, und wollte so einen Raum bauen. Und zwar, denke ich, brauche ich den auf dem Weg zu Fritz, und zwar an der Seite. Hä? Ja, stimmt, wenn wir jetzt bei denen machen, da könnte die Chance, glaube ich, ziemlich gut sein, dass die das dann checken, dass wir uns ja besiegt haben, weißt du? Weil die ja, deswegen laufe ich jetzt zu denen rüber und bei denen da am Rand mache ich dann so einen Weg nach außen und da mache ich dann so einen Raum einfach. Warte, aber Monster können übrigens nicht auf Half-Slap spawnen. Ehrlich nicht? Glaube ich nicht. Ja, mir egal. Hab ich also nicht gehört. Oder eventuell können sie es doch. Ich habe gemeint, nein, weil hier zum Beispiel ist auch dunkel und hier spawnen nichts mehr. Also. Ja, weil ich da die ganze Zeit hergelaufen bin, von daher. Nee, du wirst gleich schon sehen, wie ich das meine. Ja, wenn du da laufen würdest, dann würden sogar mehr Monster spawnen. Stopp, das reicht. Ja, toll. Wir müssen doch hier noch einen Raum machen, so. Ja. Nicht so lange, nicht so nah ran. So, das reicht. Reicht das, meinst du? Okay. Das Fackeln. Um Monster zu spawnen, ist das Ziel eigentlich, möglichst wenig Fackeln zu setzen. Aber das jetzt so nix spawnt, so auf dem Weg so dahin. Wir müssen den ja noch komplett einkleistern. Wieso müssen wir das? Willst du einfach so eine Fläche machen? Ist doch scheiße. Du bist scheiße. Du bist richtiges Arschloch, bist du. Ja, das war mein Ziel. Freunde, es steht unentschieden. Scheiße. Game Mode. Das habe ich auch fast nicht als Provokation erkannt. Oh, also, das war so schlau von dir. Warte mal, ich kläre mal noch ein paar Cobblestones. Ja, weiß nicht. Wollen wir da wirklich keinen Kasten jetzt rumziehen bei dir? Doch, habe ich mir gesagt, dass ich das nicht machen soll. Du bist doof. Du bist doof. Okay. Sorry. Penis. Ich lieg im Bett. Lol, voll dumm eigentlich. Ich steh wieder auf. Ja, das ist hast du eigentlich Tat meine so. Fackel noch? Nee, die hast du versetzt, ne? Ja, du bist so ein Blödmann, Alter. Aha, ich hab deine Fackel gesetzt. Bei uns läuft, Digga. So. Oh, scheiß, dein Farid-Bild. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Du musst dich richtig lachen, ey. Ich wusste, dass du da lachen musst, deswegen habe ich dir gesendet. Da kommst du irgendwie mit so zwei Fuzzis an und ich denk so, okay, hi. Ich bin der Luca, was geht's bei euch? Ja, diese zwei Spasten am Dschungelcamp. Hä? Hast du mir gesendet? Lol, ich kenne die in echt. Als ob. Ist so. Warst du das, der eine? Nein, Alter, was? Kennst du, dass ich mich aussehe? Du hast doch so Video immer gemacht, so. Ja, das bin ich. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Ja. Unnötig. Lass doch ein bisschen offen. Warum? Einfach. Bisschen Licht. Schnauze, können die nicht spawnen. Ja. Ich glaube, seitliches Licht würde trotzdem gehen. Was ich meine, egal. Weil es nicht reinkommt halt. Dunkelkammer. Ey. Komm, nee, warte. Komm, bleib zurück. Komm mal zurück. Komm zurück. Spawn, meine lieben Freunde, spawn! Komm zurück, Conny. Komm mal rein, Conny. Ich habe was Cooles vor. Komm rein, Conny. Jetzt gibt's hier, weißt du was? Dark Room. Mach mal deine Darkness auf ganz runter. Ja, wollte ich gerade auch machen. Oh, hab ich schon. Oh lol. Oh. Ich Sounds. Oh. Zack. Jetzt gibt's hier böse Spiele. Hey. Küsschen schlagen. Okay. Du musst dir ein Auge rausschneiden, damit du wieder rauskommst. Nein, guck, wir drehen uns jetzt alle ganz auf dem Kreis. Warte, ich mach kurz diesen Block hier weg. Den da. Du drehst dich jetzt ganz auf dem Kreis? Nee, nur so. Siehst du das so, wie ich das mache so? Ja, genau. So die ganze Zeit halt. So. Genau. Und jetzt bleibst du stehen und jetzt sagst du mir, wo der Ausgang ist. Wenn du richtig liegst, dann... Ja, richtig. Ja, ich habe noch nicht zu Ende geredet, von daher hast du verkackt. So. Wie konnte das denn jetzt bitte passieren? Einfach so. Hier ist noch was in dem Haus.
Hinter dem Skyline ist noch was, und zwar... Hä, was denn? Oh, fuck. Ich komm mal zu dir. Scheiße. Alter, auf Pickaxe. Finster sieht das alles viel geiler aus. Aber ja, auf hell ist heller für euch eine Aufnahme, von daher... Ich glaube, ich lasse auf Finster, das finde ich viel cooler irgendwie. Ja, aber das ist für die Zuschauer dann so, wenn die das am Tag gucken, dann sehen die das noch nicht so gut. Hey, ja, time to... Wetten, ihr könnt nicht normal weiterlaufen. Das war so klar. Klar. Das war so klar. Aber du hast einen Tod mehr für mich und ich was nicht. Was ist denn jetzt im Hintergrund? Was meinst du da? Lol, die Monsterfalle ist kontraproduktiv, die spawnen oben drauf. Oh, fuck, das war... Mann, oh, sind wir doof. Was ist denn das, Alter? Wir müssen das Dach aus Slabs bauen. Da geht's auch. Alter, was soll das? Dieses Wasserding. Was sind das denn eigentlich für Beleuchtungsblöcke, die hier? Ich komm gleich. Ich krieg Bauchschmerzen, ich muss ganz kurz was essen, vielleicht. Sonic liebt seinen Muskelaufbau viel mehr als YouTube. Ja? LOL! Muskelaufbau? Ey, Creeper machen keinen Schaden, ne? Alter, wie hat ihr den Server denn bitte eingestellt? Creeper machen keinen Schaden. Freunde müssen definitiv nochmal mit unserem Server-Typen reden, der unbedingt nicht schreiben wollte. Nee, das ist gut, Ja, aber das ist doch dann voll Kacke. Das macht doch gar keinen Spaß, wenn nichts in die Luft fliegt und so. Warte, Mob-Griefing gab's, glaube ich. Mob-Griefing fails? Nee. Hier, ich hab was dir gehört. Moment, Game Rule wäre das eigentlich. Ban IP. Das war's. Uga Zombie Brain. Oh. So macht das echt keinen Spaß, Fjordik. Du schubst mich die ganze Zeit runter. Wir nehmen das überhaupt nicht ernst. Wer hat mich vorher runter? Ihr seid voll die Doofmänner. Doof, Mann. Nee, sag mal jetzt, was wollen wir jetzt machen? Wir machen einfach die Dächer aus Slabs, dann spawnt da nichts drauf. Ja, aber wir müssen ja trotzdem. Hast du Slabs? Ja. Aber trotzdem, wir müssen ja irgendwie Monster jetzt töten. Und ich habe ja gerade schon einen getötet, aber der sagt ja nichts. Der Fritz da hinten. Also nicht Fritz, sondern Gnoll. Ja, der Gnoll mit der Gnoll da. Das ist ein Mongo irgendwie, warum? Warum lügt er uns an? Der will uns trollen, ne? Richtiger Zeronic ist das. Der Gnoll ist ein Troll. Wer hätte das gedacht? I believe you yet have work to do. Nein. Das heißt? Ja, er glaubt, dass wir... Das heißt, wir sind immer noch dabei, Zombies zu töten. Okay, wir müssen mehr töten. Vielleicht müsst ihr irgendwie eine gewisse Anzahl Items geben. What a lovely night! I like stars! They are pretty! Fritz ist so die typische... Gomme. Ja. Typisch ist einfach besser, Ich wollte eigentlich sagen, der typische Spast, aber okay. Wenn du Gomme meinst... Fritz ist einfach Fritz. Kannst du nichts sagen. Ja. Das macht, Zitat, so macht das keinen Spaß. Er macht überhaupt keinen Spaß hier. Voll sinnvoll, wenn wir immer den gleichen Block abbauen. Kannst du auch was machen vielleicht? Wir haben immer den gleichen Block abgebaut. Nein, ich habe ihn abgebaut. Hier, ich gebe dir jetzt Steine. Ja, das finde ich sehr... Ich mag die Kotztechnik, ja. Das ist mega effizient. Okay, warte mal, ich schaue mir jetzt die Steine an. Wie viel hast du dir genommen? 6 von 33. Nimm die. Oh. Nein, geh weg. Ich hab Angst vor dir. Du willst mich runterschubsen. Wenn du rausgehst, musst du sie so oder so nehmen. Oh. Na, was machst du jetzt? Hi. Na, es geht so bei dir. Alles klar. Nicht viel bei dir, aber. Ja, alles, was Beine hat, geht bei mir. Ja, das ist eine gute Idee gewesen, Zeronic. Das war auf jeden Fall äußerst sinnvoll. Was? Ja, die Dings da drauf zu bauen. Ja, ist so. Nur, was? Komm mal nach hier hinten. Wo? Da. Hier, guck. Jetzt bau den hier ab, den Stein. Da ist was drauf. Und das ist irgendwas, keine Ahnung was. Ja, habe ich gerade schon abgebaut. Sieht aus wie ein Solarpanel. Ich dachte, ich hätte was kaputt gemacht. Wollen wir es abbauen? Lass uns doch mal ganz kurz. Setz mal hier und hier noch einen Stein. Ich will einfach nicht die unendliche Wasserquelle zerstören. Ja, tun wir ja nicht. Gib mal ganz kurz. Ja, und jetzt in der Mitte auch. Nochmal. Kann man nicht mal. Nee, keine Ahnung, was das ist. Warte, wenn das nicht mehr geht, dann. Natürlich geht das. Wieso sollte das nicht gehen? So, wieder nicht vor. Ich bin nicht so der Wasserexperte. Nee, das war so. Ich hab den Stein hab ich gebaut. Ach so. Ja gut. Ich dachte, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Was sind das denn eigentlich? Das sind Lampen. Die habe ich auch gebaut. Bei mir geprägt. Voll schön. Das ist Chisel Basalt Break. Und ich kann ihn nicht mehr dran setzen. Lol. Ja gut, jetzt haben wir einen Chisel Basalt Break. Hi.
Top the Boss. I believe you yet have work to... Alter, ich schlag dich gleich. Geht nicht. Was sollen wir denn machen? Ja, das ist ein bisschen komisch. Do not use enchant table anvil without permission. Ich will aber enchanten. Was? Hier ist mega enchantment plus drauf. Richtig krass. Boah. Was sollen wir denn machen, Alter? Wir wollen alle nicht reden. Okay, wir müssen mehr Monster besiegen. Wir müssen warten auf die Nacht. Und vielleicht brauchen wir eine bestimmte Anzahl an Items oder so. Freunde, wenn ihr die Map irgendwie kennen solltet. Ja, also wir nehmen noch diesen Part ja erstmal nicht mehr auf. Das heißt, wir haben eine Quest. Wir sind zu dumm. Oh, nee. Die First Ride. Wir sollen 2 Knochen, 2 Schwarzpulver und 4 verrottetes Fleisch. Also, jetzt greift das auch. Die, Freunde, alle, die uns das jetzt geschrieben haben. Also 2 Schwarzpulver haben wir. Ich in den Kommentaren wetten. Ja. 2 Schwarzpulver habe ich. Ach, das geht sogar. Ich habe die Knochen bisher verbraucht. Für Knochenmehl. Verrottetes Fleisch. Haben wir auf jeden Fall 4. Wir brauchen nur 2 Knochen. Warte. Rotten Flash kann man übrigens zu Leiter im Ofen machen. Das passiert nebenbei. Ist ein Mod drauf hier. Cool. Wir brauchen aber 2 Knochen. Ja. Warte mal, was steht in der Quest? Ich lese das mal ganz kurz vor hier an die Zuschauer. The Gnollboss of Skyden has asked me to prove my mettle by defeating a number of monsters. Monsters are drawn through to darkness. I may have to construct a field tower or some other sort of arena that will serve as a spawning ground for them. I should focus on hunting zombies, creepers and skeletons. Guck mal, wir haben das gemacht, ohne das zu wissen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Knochen. Voll die Checker. Aber ohne Witz, nach der Zeit hätten wir das eh begriffen. Also nach der Zeit hätten wir eh so viele Monster getötet, dass dann, ne? Ich habe ja gesagt, wir müssen bestimmt an Zeit. Weißt du, was eigentlich auch sinnvoll sein sollte, wenn man in Minecraft pennen geht am Tag, dass dann Nacht wird? Ja, das. Warum machen wir das eigentlich nicht? Warum geht das nicht? Ich meine. Es gibt ja auch Nachtmenschen. Ja, oder es gibt auch Leute, die dann mal so einen Mittagsschlaf machen oder so. Guck mal, wenn ich das jetzt nicht entdeckt hätte, was hättest du denn dann gemacht? Ich hätte die Items schon länger gesammelt, ne? Ist okay. Ich bin ein bisschen der. Spaß. Ich führe. Ja, weil du da voll drauf achtest. Streber. Hä, ich hab dich geküsst. Ja, dann kann ich jetzt auch nicht. Jetzt mach das mal zu Ende, damit wir da jetzt. Man muss mal sagen, dass der Conny überhaupt nicht küssen kann. Das mal so nebenbei. Das hat richtig wehgetan. Also, Mädchen, nehmt euch in Acht vor dem Herzen- und Zungenbrecher Conny. Mir ist aber auch gefallen, dass unsere Zähne zueinander gestoßen sind, als wir uns geküsst haben gerade. Au. Das ist ein Zeichen. So. Zeichen von unfähiger Kuss. Ich glaube, wir haben auch beide eine Zahnspange und haben dann einfach uns so ineinander verheddert. Ey, was mich immer gewundert hat, und zwar, man sagt ja, dass bei gewissen sexuellen Akten, wir deuten mit Zahnspange, gewisse Sachen hängen bleiben. Wenn die sich küssen mit Zahnspange, was wird eigentlich dann? Bleiben die dann die Zahnspangen ineinander hängen oder was? Oder im Zahnfleisch hängen? Alter. Weiß ich, was beim sexuellen Akt meinst du jetzt, dass der Junge mit Zahnspange an das Geschlechtsteil der Frau? Immer noch beim Blasen. Mit dem Blasen. Wenn der Junge nicht so hygienisch ist und zum Beispiel pakistanische Gene hat, sagen wir so. Die sind ziemlich behaart. Wenn sich dann verheddert. Ja, ich weiß gerade, aber warum? Wie kommst du da drauf? Das sagt man so. Los, schlag mich runter. Voll die Psychospiele hier. Nein, ich wollte so runterhüpfen. Na gut. Ja, wir müssen ja jetzt warten, bis irgendwie wieder, ne? Nee, wir müssen warten, bis die spawnen. Deswegen, das ist ja voll kacke, deswegen, wir können ja nichts machen, Leute. Geh mal zur Koppelfarm. Ist ja wieder was Schönes gekommen. Passt weg. Bleibt da, ich baue kurz die Farm weiter. Das Dach müssen wir bauen, damit hier damit Schatten ist. Aber ist 3 überhaupt genug hoch? Was meinst du? 3? Ich würde es 4 machen, wenn schon, oder? Dann müssen wir alles noch abreißen, das macht bestimmt voll Spaß. Nee, wir können einfach unten das noch hinbauen, oder? Nein, wir können es einfach oben drauf bauen. Oder wir reißen einfach das Dach ab, dann spawnt ja auch stimmt, alles. Ja, stimmt, haben wir halt auch gedacht. Ich bin echt so blöd, Wobei tagsüber eigentlich dann nicht. Stimmt, nee. Ja, ich bin echt die dumme in Person, Mann. Nee, das spawnt doch. Ne? Das spawnt doch. Ja, ich sag halt, ich bin so klug, ne? Ich bin klüger in Person. Wow, ich laufe hier fast wieder runter. Wir sind auch fast schon wieder am Ende hier. Mensch. Ich denke, es müsste hier eigentlich was spawnen jetzt gerade. Freunde, es war eine Warten- und Rausfinden-Folge diesmal. Wir haben jetzt rausgefunden, dass wir auf jeden Fall hier Quests haben und wir müssen noch 2 Knochen finden. Dass Conny nicht küssen kann, haben wir auch rausgefunden. Ich küsse dich gleich mal, dann siehst du, dass ich küssen kann. Nein, danke.
sagt, dass ich gut küssen kann. Conny kann super küssen. Das macht voll Schmerzen. Und das Conny ist kann super küssen. So, wo sind jetzt meine 5 Euro? Ich kann mich nicht provozieren. Wenn du mich jetzt tötest, kriegst du trotzdem tot, ne? So, mag das nicht. Ich habe ein Nein-Gefühl. Du hast ein Nein-Gefühl? Hast du es bald mal? Lol. Okay. Gut, machen wir hier noch so. Und dann am besten hier noch, damit die nicht durchkommen. Wir sollen einfach schlagen können. Ja, ist gut jetzt. Ich hab dich auch lieb. Provozier einfach mal. Ich hab eh noch 5 Herzen. Das war ein 360. Lol. Au. Boah. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen einen Cut. Ich hab nur noch 3 Herzen. Haha, du Opfer. Was für dieses leises aneinander vorbeischleichen. Das ist so das gay. Ist richtig gestresst hier. Diese scheiß Küsse sind so gay. Lol, ich setz mich selbst in den Weg. Selber rein. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Schreibt weiterhin Tipps in die Kommentare, was wir irgendwie hier so beachten können. Wir wissen jetzt, dass wir Quests haben. Wir warten jetzt darauf, dass ein Skelett spawnen. Dann kriegen wir Knochen, die geben wir dann beim Gnoll ab. Und dann haben wir die erste Quest quasi fertig. Kriegen dann irgendwas, können dann irgendwie enchanten oder so. Und dann haben wir die nächste Quest und alles so halt relativ gute Sachen. Eine relativ coole Map, finde ich bisher. Und ja, Tipps etc. in die Kommentare. Jetzt geht's mit Quests, ist das geil geworden. Und jetzt geht's los. Und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Zironic. Aber weißt du, was schlau gewesen wäre? Ich? Also. Ich? Nein, was schlau gewesen wäre, habe ich gesagt. Ich? Nein. Ich bin schlau. Hätten wir einfach hier hinten irgendwo. Einfach eine stinknormale. Hör auf. Nicht töten. Stinknormale was? Stinknormale Farm hinten gemacht, weil hier. Eventuell machen wir eine Notfallfarm. Falls beim Ding jetzt nicht. Falls es da hinten nicht geht, meine ich. Einfach eine stinknormale Fläche. Hier muss es dann gehen, einfach. Voll klug, so direkt neben der Kuh, die unsere eigene Ernährungsquelle ist. Deswegen habe ich ein bisschen Abstand. Einzige. Ja, trotzdem müssen wir hier rüber so laufen, so. Übrigens müssen wir auch noch irgendwann Wasser hier dran setzen, dass wir dieses Mycelium hier abbauen können. Müssen wir das nicht abbauen, weil dann kann nicht die Kuh despawnen irgendwie vielleicht? Weiß ich nicht. Also wir sollen auf jeden Fall nicht alles abbauen, steht da. Eben. Ja gut, ich mach noch eben hier so einen Weg und dann würde ich sagen, ist wirklich Schluss da mal für heute. Mhm. Ah! Verarschen oder? Oh, okay. Scheiße. Du bist schon ein Kacknoob. Alter, ich weiß, was ich jetzt baue. Was denn? Alter, ich hab eine richtig geile Idee. Ja gut, ich habe jetzt hier so einen Eingang gebaut. Freunde, ich würde einfach warte, sagen... Warte. Lass den Part noch irgendwie 2 Minuten oder so, okay? Wir sind schon bei 18. Lass was machst du denn jetzt? Minute, okay? Was willst du denn jetzt machen? Eine gute Idee. Ja, dann sprich, Zeronik, sprich. Warte. Ich bin kurz davor, ich die echt noch eine Minute zu fressen, ey. Das ist doch was voll Cooles für deinen Part. Hast du die Suppen? Schüsseln? Jupp. Yep. Klär mir mal eine, bitte. Nein. Gib jetzt. Dankeschön. Leute, hier ist noch eine. Ich brauche nur eine, mehr oder weniger. Oh, wie schön. Sonnenuntergang und eine Kuh. Das ist ja so romantisch. Wunderschön. Jetzt los, mach, was du machen willst. Ja, Moment. Du weißt, dass mein Internet auf Hochleitung begrenzt ist. Auf Hochleitung begrenzt, alles klar. Auf Hochleitung, also Hochladleitung, bla. Ist begrenzt. Hochlad begrenzt, meinst du? Ja, Penis. Jetzt das hier, mach jetzt mal. Bin dabei. Was machst du denn jetzt schon wieder? Bin dabei. Du machst da Treppen hin? Treppen, wieso das denn? Wirst du gleich sehen. Geh weg! Warum? Sag geh doch, weg. Was ist das? Mach jetzt Treppen hin. Und was bringt dir das? Siehst du doch, mach Treppen. Und was bringen dir die Treppen?
Keine Ahnung, das sieht ja doch geil aus. Okay, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Oh Mann. Ciao. Sag ich es halt in meinem Part. Sagst du auch noch tschüss? Ciao. Tschüss. So richtig gezwungen. Tschüss. Jetzt sag tschüss. Ciao. Tschüss.